Ich grüße euch, ihr Lieben. Vom 3. Dezember bis zum 23. Dezember 2017 ist Merkur wieder rückläufig. Und das bedeutet, sich in Geduld und Besinnlichkeit und Besonnenheit zu üben. Nicht zu überstürzen und sich Ruhe und Zeit für Details, für neue Entscheidungen zu lassen. Nun aber hast du eine gute Zeit, einmal Bilanz zu ziehen und vielleicht endlich auch dafür, einmal im Privaten aufzuräumen. So kannst du endlich lange geplante Anrufe tätigen und auch einige Korrespondenzen erledigen. Im astrologischen Sinn ist Merkur der Planet der Kommunikation und des Intellekts. So beeinflusst er logisches Denken, Lernfähigkeit und im Besonderen die Ausdrucks- und Entscheidungsfähigkeit. Bei den Römern war Mercurius ein wichtiger Bestandteil ihrer Religion, wo er als römischer Götterbote verzeichnet wurde. In der römischen Mythologie wurde ihm der Handel, dem Reichtum und dem Geldgewinn zugeschrieben. So überbrachte Mercurius Nachrichten und hat aber auch verirrten Menschen wieder auf den richtigen Weg verholfen. Merkur ist dreimal im Jahr ungefähr für 3 Wochen lang rückläufig und wirkt bis zu 2 Tage vorher und 2 Tage nachher. Betrachtet man ihn in dieser Zeit von der Erde aus, erscheint der Eindruck, als wandere er rückwärts durch die Sternzeichen. Daher kommt die Bezeichnung Rückläufigkeit. Typische Auswirkungen des rückläufigen Merkurs sind: Es entstehen häufiger Missverständnisse und Verhandlungen finden sehr stockenden Abschluss. Umsätze stagnieren oder gehen gar zurück. Auch Geräte der Kommunikation sind sehr störungsanfällig. Also, es empfiehlt sich, um sicher zu gehen, keine neuen Verhandlungen für neue Geschäfte zu beginnen. Und keinenfalls sollten Verträge unterschrieben werden. Weder im Privaten, Geschäftlichen oder gar bei einem Notar. Solltest du eine neue Sprache erlernen wollen, beginne erst damit, wenn der rückläufige Merkur zu Ende ist. Wenn du aber in dieser Zeit, wo der Merkur rückläufig ist, irgendwelche Dinge zu erledigen hast, dann solltest du mich unbedingt anrufen, damit ich dir Lösungen geben kann. Es ist sicher, dass ich dir helfen kann. Nun braucht ihr aber keine Angst zu haben. Nein, absolut nicht. Es hört sich alles viel, viel schlimmer an, als es ist. Ihr solltet euch eine ruhige Zeit nehmen und gelassen über all eure Dinge nachdenken. Danach könnt ihr eure Überlegungen in die Tat umsetzen. Und denkt daran, wenn ihr euch fragt, was mache ich jetzt, denn es ist der Merkur rückläufig, dann bin ich für euch da. Die Telefonnummer, die seht ihr ja hier unten. Herzlichst, eure Deria.